So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und ich bin in Candlelight. Ja, fragt mich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll, aber wir schauen uns das jetzt total enthusiastisch an für das Infrakta Games Archiv für die heilige Mission. Da steht auf jeden Fall schon mal Adventure. Haben wir schon mal einen Hinweis. Also das ist mir neu, das hatte ich auch noch nicht, dass ich eine Kerze spielen soll. Ja, warum nicht? Gut, damit wird der Titel Candlelight erklärt, gell? Okay, linke, rechte Pfeiltaste. Okay. Gott, Wasser ist böse. Gott, hätte man stehen können bei der Kerze. Also was es nicht alles gibt. Das, hätte heute Morgen jemand zu mir gesagt, Monty, heute Abend spielst du ein Spiel, da spielst du eine hüpfende Kerze. Hätte ich gesagt, Alter, ich kann so viel gar nicht. So, ist auch egal jetzt. So, Find and Light the Lost Candle. Aha. Okay, die Kerze hat Double Jump drauf. Sehr schön. Unser Wachs geht zur Neige, stelle ich gerade fest. Das ist natürlich ein interessanter. Hey, wir haben Wachs gefunden. Gar nicht so einfach. Aber ich komme da auch nicht weiter, wenn ich nicht da hochspringe. Ich muss es also nochmal schaffen. Jawohl.
Camps. Achso, das ist so ein Speicherplatz, nehme ich an, so ein Zwischenpunkt irgendwie. Okay, wir sind schon in einem Dungeon. Und jetzt sind wir draußen, okay. Wie sich intelligentes Wachskerzen in einer Welt entwickeln konnten mit so viel Wasser? Ich tippe auf Magie. Gut, ich würde sagen, Lava ist natürlich für Wachskerzen jetzt auch nicht unbedingt segensreich. Ah, Wind, das löscht die Kerze aus. Diese Böen. Ich erkenne das gerade gar nicht richtig, ob das jetzt eine Gefahr ist. Ich springe lieber trotzdem. Ach nee, das war ein Speicherplatz. Okay. Okay, wir hatten Wasser, wir hatten Wind, jetzt haben wir Feuer. Da hat irgendjemand auch irgendwie so sich über Elemente nach sehr altmodischer Ansicht Gedanken gemacht. Ich habe genau das kommen gesehen.
Okay, es ist ein Jump'n'Run. Es ist ein ganz niedlich gemachtes, einfach gestricktes Jump'n'Run, wo man mit einer Kerze herumspringt. Gut, ich verurteile das nicht, ja. Viele Menschen haben sehr seltsame Fantasien, warum nicht? So, jetzt darf ich in der Welt weiter wandern. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an, ob uns da jetzt was total überraschen oder verblüffen wird. Ach, das war die Stelle. Ich habe gedacht, wir wären wieder da. Na? Herrgott Sakra! Alter, geh doch. Wir haben mehr Wachs verbraucht, bis wir da oben waren, als wir am Endeffekt gekriegt haben. Wie auch immer. Ich denke, uns überrascht das Spiel jetzt nicht mehr großartig. Das ist ein ganz hübsch gemachtes Jump'n'Run. Sehr ungewöhnliches Szenario, aber das ist ja jetzt erstmal relevant. Die Grafik finde ich in Ordnung, ja, recht einfach strukturiert. Ich würde sagen, es sieht für mich wieder nach einer Unity Engine aus, aber das ist ja nicht schlimm. Die haben es ja ganz putzig hingekriegt. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir bluten die Augen. Ja, das ist ja jetzt nicht der Fall, das ist okay. Es passt hier auch dazu, so wie sie es gemacht haben. Das ist alles ganz niedlich gestaltet mit den Bäumen und so.
Das ist alles ganz stimmig. Ich finde es auch handwerklich sauber gemacht. Die ganzen Sprungpassagen, die sind schon gut abgepasst. Ihr habt es ja gesehen, ich bin jetzt echt nicht der König des Jump'n'Run, also echt nicht, also nicht mal der, nee, ich bin nicht mal der Kleinkraft des Jump'n'Run. Also ich bin vielleicht der Leibeigene des Jump'n'Run, aber egal. Aber selbst ich kriege das hin. Das heißt, es ist wirklich, da hat sich jemand wirklich hingehockt und hat das wirklich passend gemacht, so von den Abständen, dass das vernünftig erspringbar und erreichbar ist. Das haben wir auch schon schlimmer gesehen. Oder so, dass man halt wirklich sich einen abbricht und die Steuerung. Hier ist ja die Steuerung ganz gut. Also mir gefällt hier, ich steuere jetzt auch mit den Pfeiltasten und mit der Leertaste. Das ist aber in Ordnung. Also es ist jetzt, mir tut jetzt die rechte Hand noch nicht wirklich großartig weh, das ist in Ordnung. Ich habe mir auch jetzt nicht unbedingt einen abbrechen müssen dabei. Die Steuerung ist auch präzise genug. Ich schwammige jetzt nicht links und rechts über diese Plattform drüber hinweg. Das habe ich nicht auch schon erlebt, wo ich ganz einfach rein von der Optik her sehr einfachen Sprungpassagen in gewissen Spielen gescheitert bin, weil einfach die Steuerung so matschig ist, dass man das auch nicht richtig sauber abpassen kann. Und hier ist er schön präzise eingestellt, das passt. Ja, also das kriegt man wirklich gut auf die Reihe. Und das ist, finde ich, einfach wichtig, weil das ist ja letztlich bei einem Jump'n'Run die Herz und die Seele des ganzen Ding. Wenn man so im Prinzip ja nichts anderes macht, als sich in gewisser Weise ein Geschicklichkeitsspiel durch Parcours zu hüpfen und zu rennen und zu machen. Wenn dann die Steuerung nicht passt, dann ist das halt einfach ein Totalausfall und das ist hier schön gemacht. Also das gefällt mir. Das ist handwerklich alles sehr stimmig. Das ist in Ordnung. Mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht großartig sagen. Bin jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt, der riesen Jump'n'Run-Anhänger. Es gibt einige, die finde ich immer ganz hübsch gemacht. Oft bei den Titeln, die mir wirklich gut gefallen, da ist auch die Story und die grafische Darstellung noch ein deutlich gehobener, muss ich auch ehrlich zugeben. Hier Ori and the Blind Forest fand ich ganz schick. Das ist einfach sehr schön gemacht. Ein bisschen depressiv, also ein bisschen sehr am Anfang. Also so Selbstmörder-Story, aber. Oder hier, wie hieß das nochmal, mit dem Mädel, dieser Prinzessin, die da irgendwie träumt. Fällt mir der Name gerade gar nicht mehr ein. Das war auch sehr schön gemacht. Also es gibt schon wirklich sehr viele, sehr schöne gemachte Jump'n'Runs mit einer ausgefeilten Story, mit Videos, Lichteffekten und sowas. Da gehe ich dann eher drin auf. Das hier ist schon, man merkt schon, dass hier ein Indie-Entwickler dran gehockt hat. Das ist schon recht einfach strukturiert alles. Aber es ist nicht schlecht. Also ich gebe hier auf jeden Fall einen Daumen hoch also für in diesem Genre. So, ich toggle jetzt weiter ins nächste Spiel. Ich sehe euch dort, wenn ihr wollt. Ja, weiter im Auftrag des Infrakta Game Archives. Wir sehen uns also vielleicht im nächsten Video zum nächsten Spiel. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.